Und ich will jetzt ganz am Anfang die wichtigste aller Regeln setzen. Und diese Regel bedeutet, dass du Gott bist. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, bist der alleinige Bestimmer über sämtliche Qualitäten deiner Welt. Und nichts und niemand wird deine Richtersprüche abändern können. Du bestimmst, ob was richtig ist, und du bestimmst, ob was verkehrt ist. Du bestimmst, ob etwas gut ist, und du bestimmst, ob etwas verkehrt ist. Ob etwas schön ist oder ob etwas hässlich ist und so weiter. Du alleine. Das heißt, wenn du dich dazu entschließt, etwas als richtig anzusehen, wirst du dich auch zwangsläufig gut fühlen. Du wirst die Dinge schön sehen. Wenn du dich beschließt, etwas als verkehrt anzusehen, wirst du dich in irgendeiner Form schlecht fühlen selber und du wirst dich hässlich fühlen. Und jetzt beginne ich mit einer Geschichte. Eine Geschichte, ich könnte auch sagen ein Märchen, eine Parabel, eine Metapher. Wir denken uns jetzt ein Land, nennen wir dieses Land Deutschland. In allen Zeitungen, in allen Medien wird berichtet, der König der Könige ist wieder zurück. Wobei in deiner jetzigen Logik das höchst unwahrscheinlich ist. Darum sage ich, es ist ein Märchen. Aber wir haben jetzt einmal einen gewissen Akt in uns von Fantasie. Wir lassen unsere Fantasie gleiten und wir stellen uns jetzt einfach einmal vor, dass in allen Zeitungen, in allen Medien berichtet wird, am so und so vielten, kommt der Meister wieder zurück in die Welt, der König aller Könige, wie auch immer du das jetzt definieren magst. Zwangsläufig ist ein Riesenandrang, alle wollen diesen Meister sehen. Man mietet ein großes Stadion, sämtliche Fernsehanstalten der Welt sind da, die Karten im Stadion sind natürlich vollkommen ausverkauft, vor dem Stadion werden riesen Bildleinwände installiert, dass die Massen, die nicht in das Stadion reingekommen sind, dass die davor den Meister sehen können. Und es heißt, der Meister spricht um 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Alles ist in voller Erwartung. Und nichts passiert. Gut, warten wir halt 5 Minuten, 10 Minuten. Jetzt kommt schon Unruhe. Vor allem die Verantwortlichen. Die Masse fängt an zu rumoren. Wo ist der Meister? Nichts. Nach einer Stunde große Aufregung, nach 2 Stunden Ärger. Die Medienanstalten bauen ihre Kameras ab. Es war natürlich vorgesehen, das live zu übertragen in alle Welt. Die Fernsehanstalten haben natürlich sofort auf Filme wieder umgeschalten. Die Menge vor dem Stadion löst sich langsam auf und die Menge im Stadion brüllt Betrug und will ihr Geld zurück. Nebenbei erwähnt, dieser Meister hat nie von irgendjemandem verlangt, dass man Geld bezahlen muss für einen Eintritt. Das machen die Organisatoren. Würde er das tun, wäre er kein Meister. Erste Faustformel, wenn irgendjemand von euch Geld verlangt, dreht euch rum und vergesst ihn. Es mag noch so weise sein, was er euch erzählt, er wird aber das, was er euch erzählt, nicht selber verstanden haben. Ich möchte es noch weiter erklären. Gut, was machen die Menschen, die rumoren und wollen ihr Geld zurück? Was sie natürlich selbstverständlich auch bekommen, jeder geht an die Kasse und kriegt sein Geld zurück. Nach 10 Stunden sind ungefähr noch 100 Mann im Stadion, die ganz hartnäckig vor dem kleinen Mikrofonstativ harren. Und plötzlich kommt der Meister. Eine Latzhose, eine Zigarette im Mund, offenbar stockbesoffen, geht ans Mikrofon und fängt an, Witze zu erzählen. Nicht gerade anständig, würde ein normaler Mensch sagen. Was natürlich auch den meisten von diesen 100 Menschen irgendwann dann nochmal zu viel wird. Die haben jetzt so lange ausgeharrt, um die wirkliche Wahrheit der Welt zu erfahren. Und jetzt kommt sowas. Ganz anders, wie man sich das vorgestellt hat. Kein wallendes Haar.
dahinschwebend, sondern eigentlich ein relativ derber Mensch, der hier Witze erzählt, gut, die sind nicht schlecht, der in Fäkaliensprache spricht. Und dann lösen sich von diesen 100 Mann auch die meisten, die sagen, jetzt ist es genug, wir haben wirklich lange genug gewartet und das lassen wir uns nicht mehr bieten. Bis ungefähr noch 9 da waren, 9 Mann von Millionen, die nicht im geringsten eine Anstalt zeigen zu gehen. Sie warten. Und nachdem keiner mehr in irgendeiner Form signalisierte, dass ihnen das zu viel würde, ändert sich plötzlich der Meister. Keine Spur von Betrunkenheit. Seine grünen Augen fangen zum Leuchten an und er sagt, so, jetzt können wir anfangen. Wisset eins, breit ist der Weg in die Verderbnis, die in die Masse geht. Und sehr, sehr schmal ist der Weg ins Himmelreich. Und ihr 9, die ihr jetzt übrig geblieben seid von Millionen, ihr habt die ersten 2 Hürden ins Himmelreich geschafft. Die erste Hürde ist Geduld. Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Und die zweite Hürde ist, sich nicht vorschnell täuschen zu lassen. Diese vorschnelle eigene Meinung, die letztendlich wieder nur auf dem Glauben aufbaut. Jeder von euch, und merkt, ich spreche jetzt in einer Mehrzahl, jeder von euch trägt ein eigenes Programm in sich. Und dieses Programm ist euer Glauben. Jeder von euch, der mich jetzt hört, geht davon aus, dass er ein Mensch ist. Und das ist der erste große Trugschluss. Weil kein einziger von euch überhaupt weiß, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ich kann jetzt zum Beispiel eine kleine Schöpfung machen. Ich erschaffe jetzt in eurem Geist einen Menschen, indem ich ganz einfach bloß ein Geräusch ausstoße. Göde. Ihr nennt es Wort oder Namen. Ich reduziere das jetzt einmal einfach auf den Begriff Geräusch. Und wenn ihr jetzt das Geräusch Göde hört, aufgrund eures Programms löst das in jedem einzelnen von euch Wissen aus. Deutscher Dichterfürst. Und dieser Goethe hat angeblich einmal gesagt, ich war nicht dabei, das habe ich aus das Buch heraus, ihr werdet doch nicht so dörrig sein und glauben, nur weil ein Tier auf 2 Beinen herumläuft, dass es deswegen schon ein Mensch ist. Jetzt können die Ersten aufschreien und sich beleidigt fühlen. Das, was hier aufschreit, ist euer Ego. Und dieses Ego, das ist das, was ihr vernichten müsst. Vernichten, nicht in einer Form, dass ihr das umbringt, sondern dass ihr es durchschaut. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Erst wenn ihr absolutes Selbsterkenntnis besitzt, habt ihr Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein habt ihr erst dann, wenn ihr einverstanden seid. Vater, dein Wille geschehe, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Erst wenn ihr mit alles und jedem einverstanden seid, habt ihr das eine verstanden, das ich bin. Ich bin, der ich bin.